Hallo meine Lieben, ich ehrlich gesagt hasse es, wenn ich es vergesse, gewisse Aufgaben zu erledigen. Jetzt habe ich einen Wettbewerb vergessen, bei dem ich mich angemeldet habe. Also muss der jetzt noch schnell erledigt werden. Es geht da um einen normalen blauen Tipp mit Schnörkel. Ja, ihr habt richtig gehört. Schnörkel. Normalerweise mattiere ich mir den Tipp an, da habe ich jetzt echt keine Zeit mehr dafür. Das heißt, das Farbgel kommt jetzt so drauf. Und genau um diesen Tipp geht's. Mein Puppspender ist auch kaputt gegangen, beziehungsweise habe ich den kaputt gemacht. Ich wollte pumpen und drück und drück und drücken. Ja, was habe ich natürlich gemacht? Hatte den so gedreht, dass er eben ja nicht pumpen lässt. Na, zum Schutz. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob der sich wieder bauen lässt. Und ich habe schon wieder Laune, sage ich euch. Oh nee, du. So macht das keinen Spaß. Ich versuche das natürlich so gut wie es geht nachzuzeichnen. Bin mir da heute aber nicht ganz so sicher, ob das was wird. Ja. Wenn dann noch so ein bisschen die Zeit im Nacken sitzt, ist das sehr, sehr unangenehm. Bevor ich jetzt was verwische, lasse ich das kurz anhärten. Ja, ich zäume das Pferd gerade irgendwie von hinten auf. Ist mir aber momentan lieber.
Das kommt ebenfalls. Dann in die Lampe. Jetzt kommt auch schon ein bisschen Endspurt. Na? Wenn ich nämlich jetzt drüber gewischt hätte, dann hätte ich mir das ganze Motiv wieder versaubeutelt und ja, so ist das dann schon bequem. Ne? Gut. Und jetzt kommen einfach nur noch ein paar kleine. Halt, ich habe noch was vergessen. Vier solche Zapfen, jawohl. Kurz anhärten lassen, damit ich dann noch die Pünktchen machen kann. Und auf geht's, wir punkten etwas. Genug gepunktet. Es kommen jetzt noch Steinchen. Das sind die einfachen hier. Die bringe ich mir mit ein bisschen Fixiergel an. Ich habe ja das von Jolifine Nail Art Fixiergel gekauft. Das werde ich zum ersten Mal öffnen. Vorher werde ich mir aber meinen Tipp versiegeln.
Der kommt jetzt für 120 Sekunden in die Lampe. Und wir schauen uns in der Zwischenzeit mal dieses Nail Art Fixer Gel an. Ich bin da jetzt wirklich auf die Konsistenz gespannt. Also einmal reingestochen und es zieht sich ab wie Gelee. Ja, schauen wir mal. Ich kann ja eigentlich den Tiegel ganz öffnen, ne? So sieht das wirklich besser. Also rauskriechen ist nichts und auch durch Schütteln kommt jetzt kein Blob oder so. Und es sieht wirklich aus wie Gelee. Gut. Da ich das jetzt gerne mit euch testen möchte, nehme ich mir jetzt mit meinem Dotting-Tool hier erstmal eine Kugel auf, setze die hier ab, ebenfalls hier, und hole mir jetzt meine Steinchen. Nummer 1 sitzt. Nummer 2. Und jetzt hier am Rand.
Die habe ich mir jetzt auch noch zurechtgeschoben und ich denke, ich sehe, das war's. Ja, ich lasse das jetzt mal für 60 Sekunden aushärten in meiner UV-LED. Ich habe mir jetzt die Beschreibung zum Gel nicht nochmal durchgelesen. Ich hoffe, das ist richtig so. Wenn nicht, werde ich es ja merken. Ne? Ich finde es jetzt leider nicht, aber ich verlinke euch natürlich die Gruppe in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich sage, das war's zu diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.